Es ist Zeit, ein bisschen Spaß zu haben. Hier im Monat Schocktober befinden wir uns in Ruhland und Ruhland ist im Halloween-Fieber. Kommt mal mit. Hallo, Seelenluft 24, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ruhland befindet sich ja im Schocktober-Monat. Ist das eine gute Alternative zur eigentlichen Veranstaltung am 31.? Auf jeden Fall, ja. Bin ich auch. Corona-Zeiten dürfen nicht so viele Leute kommen und das so oft zu teilen in 2 Wochenende, ist schöne Sache. Es ist schon nicht verkehrt, aber wir müssen ja heutzutage durch die Corona-Pandemie was machen und Hauptsache es findet was statt und ist in Ordnung. Wir gehören ja mit zum Karnevalclub in Ruhland und ja, wir finden, dass wir eine ganz gute Alternative gefunden haben. Sehr schön gestaltet und vor allem auch gruselig gemacht, ja. Schöne Bilder und alles, haben sich Mühe gegeben, wirklich sehr schön. Was soll man machen mit Corona? Also es kann gar nicht besser gehen, so wie es jetzt läuft hier. Alles super, super, super. Wir sind ganz dafür und wir sind auch am 31. immer da. Und deswegen haben wir gesagt, wir unterstützen das mit vollem Herzen. Wunderbar. Also muss ich wirklich sagen, ist sehr schön. Aber auch rundherum gestaltet ist dieser Gruselweg, der ist auch sehr schön. Das haben sie wirklich gut gemacht hier in Ruhland. Haben Sie sich gegruselt? Ja, ich habe mich erschrocken. Wir wohnen am Gruselweg, wir haben den mitgestaltet. Gruselig, gruselig, dann habt noch viel Spaß. Wow, ciao. Klasse, dafür, was im Rahmen des Möglichen ist, haben sie es gut gemacht. Stimmung Fenster, oder? Vor allem, dass die Schaufenster auch mal ein bisschen beleuchtet sind, die sonst immer leer stehen. Das ist eine schöne Sache. Also wir können nicht meckern. Die Leute kommen her, die haben Spaß. Das verteilt sich alles in der Stadt. An jeder Ecke ist was los. Also toll. Also wunderbar. Schönen Dank an euch alle. Ich würde sagen, auf alle Fälle was draus gemacht. Ne? Also natürlich, wenn es richtig gewesen wäre, besser. So wie jedes Jahr, aber... ist cool. Idee habe ich einfach mal irgendwo im Laden gesehen, dachte ich, das nehme ich. Und ja, das hat sich schon 3 Jahre im Schrank versteckt, aber jetzt ist genau richtig und Corona-gerecht. Also super, gruseliges Halloween. Sie wird sehr gut angenommen. Das Wetter spielt ganz prima mit. Also eigentlich passt es ganz wunderbar und ich glaube, es sind viele Leute da und es wird auch auf Abstand geachtet, so dass auch die Vorgaben eingehalten werden. Die Fenster sind weiterhin geschmückt bis Monatsende. Und wir hoffen und wünschen natürlich, dass viele Gäste unsere Stadt noch besuchen, die Schaufenster sich angucken, diese kleine, wunderschöne Stadt sich angucken. Und vielleicht findet der eine oder andere noch Gefallen an Ruhland, der Händler vielleicht, und sagt, Ruhland wäre auch mal was Schönes. Wir versuchen hier mal unser Geschäft aufzubauen. Es hat sich bewährt wieder die Zusammenarbeit vieler Vereine der Gewerbetreibenden. Und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck auch der Sache, dass viele gemeinsam was veranstalten. Das haben wir getan, das hat wieder funktioniert. Das hat über Jahre schon funktioniert in Ruhland und darauf sind wir auch ein ganz kleines bisschen stolz. Das waren nun die Impressionen hier aus Ruhland. Ich wünsche noch ein Happy Halloween und sage Tschüssi.